Willkommen zurück bei Minecraft. Wir stehen hier mitten auf dem Marktplatz rum, den wir eigentlich gerade unterhöhlen so ein bisschen. Oder zum Glück schon mit der Unterhöhlung fertig sind. So, machen wir wieder Tag. Das hier kann ich eigentlich mal wegmachen. Aber mir ist so die Idee gekommen, dass wir hier unten ja, anstatt das Ganze hier halt mit Dingens zu verkleiden, mit richtigen bemoosten Dingensteinen, können wir das Ganze auch einfach zuwachsen lassen, und zwar mit Ranken. Dachte ich mir eigentlich, wäre eine ganz gute Idee, da sparen wir uns vielleicht eine Ecke Arbeit und lassen das Ganze hier etwas individueller aussehen. Also so, dass dann quasi die Kanalisation, die oben auf dem Berg ist, die ja dann in der Erde gebaut wurde, das wächst ganz schön, muss ich mal zugeben. Haben wir eigentlich Verbindung dahin irgendwie? Wartet mal. Doch, eigentlich haben wir neulich eine Verbindung dahin. Wartet mal. Ja, also dass die Kanalisation oben halt mal aus Stein gebaut ist und die Kanalisation, die sich hier unten befindet, ist dann halt mal in den Felsen gehauen. So. Ich meine, hier oben mangelt es eigentlich auch noch so ein bisschen an Dingenstein, an Cobblestone. Und eigentlich kann ich das ja mal wegmachen, weil die Sache ist ja die, hier gibt es ja keine Leute mehr, die da reinfallen können. Deswegen ist das auch völlig unnötig, dass ich hier irgendwelche Zäune errichte. Aber naja, gut, ich kann es. Wartet mal, vielleicht nehme ich mal eine Falltür? Ich dachte eigentlich erst an Gitter, aber ich kann ja auch eine Falltür nehmen. Wartet mal, vielleicht nehme ich Gitter und Falltür. Wo ist denn das Gitter hin? Ich bin zu doof, das Gitter zu finden. Das ist bestimmt bei Dekoration gelandet, genau. Nehme ich hier ein paar Iron Bars und dann auf jeden Fall hier noch eine Falltür. Wenn ich das jetzt mir mal so hier mache. Ah, da fließt ja dann das Wasser nicht runter, ne? Ja, ist vielleicht ein bisschen doof. Da lasse ich das mal wieder weg. Da mache ich hier lieber ein paar schöne Falltüren rein. So, die kann man dann hier aufmachen. Also eigentlich dachte ich nach oben. Aber naja, nach unten geht auch. So, da kann man sich dann runterstürzen. Nachdem man natürlich die Tür zugemacht hat, so. Eigentlich könnte ich sogar den ganzen Kanal abdeckeln, aber das wäre ja unstylistisch für eine Kanalisation, wenn da alles abgedeckelt ist. So. Gut, also in dieser Folge können wir uns damit beschäftigen, dass wir das alles hübsch ausgestalten und auf jeden Fall ja, ein bisschen an die Dekoration begeben. Was eigentlich mit ausgestalten auch gemeint ist. Was ich eigentlich sagen wollte, war, dass wir das Ganze zum Funktionieren bringen. Also ich eliminiere erstmal das hier, das braucht ja keiner mehr. Bleiben jetzt eigentlich so stehen? Nee, wupp, weg sind sie. So, wunderbar, jetzt haben wir wieder Risen-Musik im Ohr, das erkenne ich doch schon auf den ersten Blick. Papp, papp. Ja gut, dann müssen wir halt wieder leider und leider Gottes den Untergrund. Ich kann ja aber mal die ganzen Löcher hier etwas zustopfen. Weil eigentlich sind wir ja rein theoretisch fertig. Dann lasse ich die Löcher nochmal. Ach, wisst ihr was? Ich lasse die Löcher nochmal, damit man dann von oben weiß, wo der Kanal ist. Außerdem erspart uns so ein Loch mal den Weg nach unten. So, wo bin ich jetzt eigentlich? Ich sollte hier mal Schilder anbringen. Hä? Warum bin ich denn hier? Also hier vorne geht's. Nee. Ah, ich verlaufe mich mit meinen eigenen Konstrukten, das ist doch immer schlimm. Da geht's raus, genau, hier geht's raus. Da geht's der Ausgang nach vorne und hier ist der Rest. Dann würde ich mal sagen. Ja, wird hier nicht lange gezögert. Was ist eigentlich hier dahinter? Das kann ich doch auch mal ein bisschen ausbauen, oder? Wirkt so unschön mit der Erde. Da kann ich ja hier in die Ecke mal den bemoosten Stein reinbringen. Bemooster Stein. Oder Myzel. Naja, gut, wir müssen es ja nicht übertreiben mit der Stylismus-Attacke hier. Wo ist er denn? Da. So, dann mache ich da mal hier so Moos. Die Kohle mache ich mal weg. Moos. Was ist hinter der Wand eigentlich? Hinter der Wand, ist schon die Basilika. Das ist ja alles etwas, naja, platzsparend gebaut. So, dann lasse ich das mal hier so. Oder ich mache das mal so. Dann ist das hier eine moosige Ecke und dann merkt man schon, dass da eine Mauer dahinter ist. Aber die Decke sollte nach Möglichkeit nicht aus Dingen bestehen, nicht aus Erde. Das ist ja etwas doof. So, also werden wir hier die Kanalisation etwas hübsch ausbauen. Ja, und während der Zeit könnte ich ja eigentlich auch irgendwelche interessanten Sachen erzählen. Also mal ganz abgesehen von anderen interessanten Sachen, die ich hier sonst so erzähle. So, das hier, das Loch kann weg. So. Ach so, da muss ich jetzt aufpassen wegen den Fackeln und wegen der Eissituation und so. Aber Fackeln könnte ich sowieso mal in die Hand nehmen. Die sind nämlich genau, ich weiß das, unter Dekoration. Ha. Pam. So. Fackel. So, dann ist das hier noch ein bisschen unschön.
Keine Ahnung, was das darstellen soll. Ups, daneben. Ja. Ja, was ich eigentlich mal sagen wollte, genau, was ich eigentlich schon immer mal sagen wollte. Ich meine, ich bin jetzt nun nicht so der, ja, meistgefragteste, wer auch immer hier auf diesem Videoportal. Aber was ich mal zur Ansprache bringen möchte, ist, ich sag mal, dieses Ranking in den unteren Systemen. Ich sage, ich drücke das jetzt mal so komisch aus, aber damit meine ich jetzt an sich dieses, naja, gegenseitig abonnieren um des Abonnierens willen. Das finde ich immer ein bisschen schrecklich. Also ich meine, ich verstehe den Grund und es gibt auch eine Erklärung dafür, aber trotzdem ist es ziemlich schrecklich. Ich meine, wir alle, die hier unten rumgaukeln in unteren Regionen, wissen ja, dass etwas schwierig ist, mal etwas an Abonnenten ranzukommen. Wobei Abonnenten, wie man ja auch irgendwie weiß, nicht die ganze Wahrheit sind. Rein theoretisch geht es um die Aufrufe und rein theoretisch geht es um den Spaß an der Sache. Das vergessen ja die meisten. Und wenn ich dann... Also ich lässt da jetzt mal ein bisschen ab. Ihr könnt euch gerne rein Like- oder Dislike-mäßig oder wie auch immer in den Kommentaren verlustieren. Aber ich lässt da jetzt mal ein bisschen darüber ab. Das ist halt so ein bisschen schrecklich, wenn ich da Kanäle sehe, wo in der Kanalbeschreibung, ich weiß nicht, ob es sowas noch gibt, aber früher halt so, das sind solche wunderschönen vorgeschriebenen Texte, wo so 100 Abonnenten, eckige Klammer dahinter, ohne Kreuz. Dann 200 Abonnenten, eckige Klammer dahinter, ohne Kreuz und so weiter und so fort. So dass man anscheinend die Motivation zum Abonnieren daher kriegen soll, dass man dieses Kästchen gerne gefüllt sehen möchte. Mit irgendwelchen Kreuzchen. Das ist auch so eine tolle Strategie. Abonniert mich und ich mache ein Kreuzchen in die Beschreibung von meinem Kanal. Das ist super. Das bringt wirklich viel. Also, auch wenn das jetzt vielleicht kontraproduktiv zu meinen eigenen Abonnentenzahlen ist, aber wenn ihr einen Kanal habt und davon, also von den Videos gerne mehr sehen möchtet und das halt vielleicht ein bisschen strukturierter haben wollt, falls ihr selber bei YouTube seid. Na gut, ansonsten könnt ihr auch nicht abonnieren, ist ja egal. Dann könnt ihr den Kanal abonnieren. Aber wenn ihr jetzt den Kanal abonniert, um, sag mal so, eine Erwartung, dass ihr dann von dem Abo kriegt, ich weiß nicht, das ist dann irgendwie der Sinn an der ganzen Sache etwas flöten gegangen. Ich meine, man abonniert ja die... Ich sag mal, die großen YouTuber werden ja deshalb abonniert, weil die ganz interessante Videos machen und sich das tausende und abertausende Leute gerne angucken. Deswegen sagen sie sich, ja, dem gebe ich quasi, ja, meine Aufmerksamkeit in Form eines Abonnements und möchte gerne mehr von dem sehen und möchte auch wissen, wann von dem mehr kommt. Deswegen sag mal so, ich bin jetzt selbst mit dem Abonnieren nicht so wirklich aktiv in letzter Zeit gewesen, weil es, ich habe eigentlich schon genug, was ich mir angucken möchte. Das stellt natürlich die ganzen Sachverhalt meiner Sache hier auf YouTube ein bisschen in Frage, weil es bei weitem genug Leute gibt, die sowas machen. Aber man kann es ja mal probieren. Und eigentlich sollte man sich auf das Probieren und auf das Scheitern gefasst machen, denke ich mir. Ich glaube kaum, dass, sag ich mal so, dieses Medium, wie es so schön heißt, Let's Play, noch sonderlich viel ausspucken wird für andere Leute, da es jetzt schon einige halt etablierte Leute gibt, die sich da ganz gut breit machen auf den ganzen Kanälen oder auf ihren Kanälen halt mit ihren ganzen Videos, mal so gesagt. Und da finde ich auch irgendwelche E-Mails immer so fadenscheinig. Ich meine, ich hatte letzt eine, da steht zwar ziemlich freundliches Zeug drin und so weiter und so fort, aber wenn ich dann keine Nachricht von YouTube direkt bekomme, dass er mich abonniert hat, auch wenn das meinetwegen der E-Mail schreibt und dann auch das Kommentar, wenn ich mal darauf antworten möchte, dann weg ist, dann, ich weiß nicht, da stelle ich mir schon so einige Fragen. Ich meine, kann natürlich alles rechtens gewesen sein und ich war doof oder YouTube war doof oder was auch immer. Aber manchmal habe ich da auch echt meinen Zweifel, ob die, das, was sie da schreiben, auch wirklich so meinen. Ich meine, ist beim geschriebenen Wort natürlich immer so eine Sache, was die Ehrlichkeit anbelangt, aber, naja, also ich persönlich hätte es jetzt nicht nötig, irgendwelchen Leuten Dünnes aufs Brot zu schmieren, nur um das Abo zu kriegen. Also ich weiß nicht, müsst ihr sehen, wie ihr das haben wollt. Ich meine, ich abonniere natürlich auch gerne Kanäle, die mir gefallen, aber erstens habe ich sowieso nicht genug Zeit, um alle anzugucken. Da habe ich beim jetzigen Abo-Stand schon Probleme. Ja, aber wenn es da nichts gibt, was mich jetzt aktiv interessiert, dann lasse ich das halt bleiben.
Ich meine, das fördert natürlich diesen Konkurrenzdruck, den man hier hat in diesem Mädchendschungel. Wo bin ich jetzt? Aber na, die Sache ist halt die, man muss schon, sag ich mal, ein bisschen was leisten, um den Erfolg zu ernten. Ich meine, ich möchte jetzt nicht abschreiben, dass es hier tausende von Leuten gibt, die richtig gutes Zeug machen, von dem aber keiner eine Ahnung hat. Das möchte ich ja nicht bezweifeln, aber ja, man muss halt wirklich hervorstechen aus der Masse. Das tue ich mit meinen Geweine, was ich hier gerade mache, nicht. Und das tue ich mit Let's Play machen bestimmt auch nicht. Kann man sich schon mal drauf verlassen. So, wo ist denn Eis hin? Ja, also das wollte ich noch mal kurz sagen. Mit dieser ganzen Abo-für-Abo-Geschichte. Ich weiß nicht. Da geht irgendwie der ganze Sinn von der Sache flöten. Und den Sinn an der Sache, den wollen wir ja schön behalten, weil sonst ist das alles ziemlich sinnlos. Und wenn manche Leute nur die Motivation dadurch kriegen, dass sie halt abonniert werden. Ich meine, ich freue mich natürlich ein Abo, keine Sorge, aber ich freue mich eigentlich fast mehr über Aufrufe und Kommentare, weil ich weiß, dass da wirklich mal jemand am Start ist und sich dafür interessiert. Und wo ist das verdammte Eis hin? Muss doch irgendwo Eis geben, nicht doof. Wo ist denn Eis hin? Ich sehe gerade kein Eis, es ist hier Diamanten, die könnte ich da reinsetzen, die haben aber nicht den gleichen Effekt. Gibt es hier kein Eis? Hier muss doch Eis geben. Oder ich muss mal tun, mir die Items bemühen, habe ich das Gefühl. Hier sind bla 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 Materialien, da ist bestimmt auch kein Eis mit drin, nö. Bla bla bla. Na toll, jetzt gucke ich mal hier, ob ich hier irgendwo Eis finde. Eisbell, Officer. Ach, so sieht Eis aus. Wie geht denn das hier? Muss ich erst eine Stelle freiräumen? Ah ja. So, gut, habe ich mal Eis gefunden. Ja, also, ne? Abonnieren könnt ihr gerne, aber dann bitte auch, weil es euch wirklich gefällt und nicht, weil ihr ein Abo haben wollt. Da geht mir ein bisschen der Sinn auf Grundeis. Gut, ja. Genug mit dem Geflame. Wir wollen hier auch mal ein bisschen konstruktiv werden. Und nicht so destruktiv, was die Moral anbelangt. So, Wasser, Wasser. So, das fließt jetzt hier vorne rum und auch nach da. Das ist natürlich doof. Und wenn ich jetzt hier Wasser reinsetze, fließt das insgesamt alles nach da. Ich kann hier mal so ein paar Fackeln nehmen, um die als Testobjekt hier für meine Versuche einzusetzen. Das ist natürlich etwas gemein, den Fackeln gegenüber. Die sollten natürlich nicht so als Testobjekt fungieren, aber das passt schon. So, die geht jetzt da lang. Also ich glaube, die Gegenstände, wenn die spawnen, ich hier mal irgendwas erreiche. Aha, da haben wir schon das erste Problem. Das funktioniert nämlich so nicht. Ich meine, von der Seite funktioniert das, ja? Ja, das funktioniert an sich, aber hier ist dann quasi die Steigung zu gering. Das ist natürlich dämlich. Aber änderbar, sage ich jetzt mal. So. Genau, jetzt wird das nämlich alles so lang getragen. Ja, da ist der Kanal da halt ein bisschen reingesetzt. Ist ja auch nicht so schlimm. Zumindest funktioniert der ganze Mist hier. Hupp. Genau. So, jetzt muss an die Stelle hier quasi ein Eisblock. Hier ist hoffentlich keine Fackel in der Nähe. So, ein Eisblock. Dann wird das nämlich schön drüber getragen. Und damit das Wasser, was ich da dran setze, nicht weiterläuft, kommt hier ein Schild hin. So. Und dann wieder Wasser. Das gleiche machen wir natürlich genau hier vorne. Das ist ganz gut, dass das hier beim Abzweig ist. So, Eis, Schild, fertig und Wasser. So, jetzt muss ich mal gucken. Wenn ich jetzt den Gegenstand reinschmeiße, fließt er nach rechts oder fließt er nach links? Oder wie orientiert sich das? Das ist natürlich auch so eine Frage. Der geht hier rein und fließt eher so geradeaus. Und er kriecht am Rand lang. Das ist jetzt zwar etwas glitchy, aber hoffentlich funktioniert das auch so. Also Gegenstände, die da reinkommen, fließen dann wohl eher geradeaus als um die Ecke, oder? Na, das fließt um die Ecke. Okay, also Gegenstände, die hier reinfließen, fließen irgendwo hin. Je nachdem, auf welcher Seite sie halt sind. Das ist erschreckend genau, muss ich mal sagen. Und hier wächst alles zu. Na, das wird ein schönes, heimeliges Örtchen hier unten. Das ist Stone, das ist Eis.
So. D. Na, das lasse ich mal lieber. Vielleicht kann ich hier irgendwelche Widmung reinschreiben. Widmung in der Kanalisation. Das ist bestimmt ein ganz tolles Thema. Das sollten wir unbedingt vertiefen. Und das dann am besten auch, um das jetzt mal hier an der Stelle zu sagen, D. Nein, nicht D, sondern eher in der nächsten Folge. Denn die wird nach der Folge kommen. Das hat die nächste Folge meistens so an sich. So, ich bleibe mal hier unten stehen, weil unten ist gerade so gemütlich mit Ranken, Wasser und Plätscher, Plätscher. Und wir sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, erstmal tschüss.